wie sie die Welt um sich herum verwandeln, ist bemerkenswert. Was ist denn? Sein Zustand bessert sich nicht. Er wird sich wohl nie vom Tod meines Bruders erholen. Es ist furchtbar, unsere Lieben so leiden zu sehen. Die Dürre ist Jahre her. Aber der Schmerz seines Verlustes sitzt so tief wie am allerersten Tag. Er braucht keine hübschen Säulen, sondern Frieden. Was, wenn ich helfen kann, Professor? Sie tun doch schon so viel für Ihren Vater. Das reicht nur nicht. Ich will ihm den Schmerz nehmen. Ich weiß, es ist verlockend, mit der Magie, die Sie beherrschen, mehr als nur die physische Welt zu verändern. Aber menschliche Gefühle haben ihre ganz eigene Macht. Selbst die umsichtigste und fähigste Hexe könnte den Ausgang nicht vorhersehen, den ihre Manipulation zur Folge hätte. Soll ich nur zusehen, wie der Schmerz ihn zerfrisst? Sie haben kein Recht, ihn zu nehmen. Jedes Jahr aufs Neue sehen Schüler in ihren Teeblättern immer haarsträubendere Dinge. Oh, Miss Morgannock. Willkommen zurück in Hogwarts, Professor. Daran muss ich mich noch gewöhnen. Professor Rookwood? Ich bin hoch erfreut, dass Sie Verteidigung gegen die dunklen Künste lehren werden, Professor. Hier, nehmen Sie Platz. Erzählen Sie von Ihren Reisen. Ich hatte gehofft, Sie und die anderen könnten mich heute Abend zu Hause besuchen. Ich habe so viel zu erzählen. Aber nur zu gern. Sagen wir den anderen Bescheid. Vortrefflich. Dann bis bald.